So, liebe Leute, im letzten Video haben wir uns um die Gleichverteilung gekümmert, also was letztlich dabei, wie man letztlich die Dinge beschreiben kann, wo jeder Wert, jeder Outcome gleich wahrscheinlich ist, innerhalb einer gewissen Grenze natürlich. Das ist nicht unbedingt eine wirklich sinnvolle Annahme. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass die allermeisten Werte, die man aus einer Messung erhält, ziemlich dicht um einen Mittelwert drumherum schwanken, während sie dann relativ stark abfallen. Und je weiter man von dem Mittelwert wegkommt, desto unwahrscheinlicher werden die Werte. Also nicht wie bei der Gleichverteilung. Alles um einen Mittelwert drumherum ist irgendwie alles gleich wahrscheinlich und dann plötzlich gar nichts mehr, sondern so, dass alles um einen Mittelwert drumherum sehr wahrscheinlich ist, und je weiter es weggeht, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze. Und diese Verteilung hier nennt man die Normal- oder auch die Gauss-Verteilung. Mal Verteilung. So, zunächst mal eine einfache Vorstellung, welcher Prozess so etwa in die Nähe kommt, da den man sich auch leicht vorstellen kann, ohne dass man da jetzt allzu große Klimmzüge machen müsste und irgendwelche Theorien annehmen muss. Denn auch die Normalverteilung ist eigentlich nur eine theoretische Annahme, und in vielen, vielen Stellen, an vielen, vielen Stellen stimmt sie nämlich dann eben doch nicht mit der Realität überein. So, das ist die so eine binomiale Verteilung, die hier mit dem Galtonbrett dargestellt ist. Das heißt also, es kann hier auf der rechten Seite übrigens die echte Realisierung und links das ist das Theoretische. Mit einer Chance von 50-50 geht die Kugel eben hier hin oder dahin. Ich schreibe mal dahin. 50-50 in jede Richtung. So, und dann haben wir hier schon an der Stelle ein Viertel. Und hier haben wir ein Viertel, und dann haben wir den mittleren Weg hier ein Halb, und das können wir so fortsetzen, und dann kriegen wir so eine Verteilung aus, wo das am Ende nach außen laufend immer unwahrscheinlicher wird, dass die Kugel dahin kommt und deswegen eben auch weniger Kugeln hier sind, als sie da sind. So, soweit so einfach zur Vorstellung. Nichts Besonderes. Die Frage ist, wie man das Ganze jetzt sinnvoll beschreibt und wie man so etwas jetzt erst einmal beschreibt für unendlich viele dieser kleinen 1 zu 2 Verteilungen hier und nicht nur endlich viele, wie ich das hier gemacht habe. Natürlich ist die Normalverteilung nicht die Verteilung, die wir hier jetzt bei endlich vielen Entscheidungen links oder rechts haben, sondern das ist sie erst im Grenzfall, wenn wir auf unendlich übergehen. So, man kann aus der Maschine solche Werte herauskriegen. Ich habe hier auch mal wieder 50 Versuche gemacht. So, und dokumentiere sie nur der Vollständigkeit halber. So, das waren eben meine 50 zufällige Messwerte, die der Normalverteilung unterliegen oder Normalverteilung unterliegen sollten. Ob sie das wirklich tun, könnte man ja auch noch untersuchen. So, so sind sie jedenfalls konstruiert worden. Okay, davon jetzt auszugehen, macht irgendwie auch wieder keinen richtigen Sinn. Wir können auch hier nochmal wieder, damit wir den Übergang finden, hier das Histogrammthema nochmal stressen und das Ganze eben erst einmal als Histogramme darstellen. Also teilen unsere 50 hier wieder auf in 10 Eimerchen. Die müssen wir jetzt natürlich irgendwie gezielt nehmen und auch irgendwie einigermaßen willkürlich auswählen, weil theoretisch auch unendlich große Abweichungen von einem Mittelwert hier möglich wären. Natürlich machen wir das einigermaßen sinnvoll, dass wir die hier so zwischen, Entschuldigung,
hier die Werte zwischen minus 3 und 3 wählen dafür. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen minus 2,6 oder sowas. Auch hier wieder 10 Eimerchen. In dem letzten Eimerchen hier ist nichts reingekommen. Deswegen sieht das hier, findet man das hier nicht. Hier für 50 Werte. Also genau die Werte, die wir da oben auch hingeschrieben haben. Und dieser Seite hier für 10.000 Werte. Und da haben wir uns nochmal ein paar mehr gegönnt. Also ein paar mehr Eimerchen gegönnt. Und man sieht vor allen Dingen in Feld 1 auf, das sind nämlich diese hier. Die beiden, die sind groß. In beiden Fällen sind die Eimerchen Bereich geht jeweils bis plus, minus, unendlich. Das heißt also, alles, auch was weiter weg wäre, würde in diesen Eimer jetzt reinfallen hier. Deswegen sieht das so aus, als wenn es da irgendwie noch so Spitzen und Abweichungen gäbe und so. Ist aber einfach nur daran, dass dieser Eimer eben einfach wirklich größer ist als die anderen. Nun die PDF, die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Kann man hier angeben. Und dann kommen wir auch auf den Begriff, warum das auch die Gauss-Verteilung heißt. Die PDF von x ist 1 durch Standardabweichung mal Wurzel 2 Pi mal e hoch minus 1/2 x minus μ durch Sigma zum Quadrat. So, ich gebe die einfach mal so an. Und das ist genau das, was ich hier in Rot jeweils eingezeichnet habe. So. Wir können jetzt hier ausrechnen, was wir aus der unserer 50er Verteilung hier rauskriegen. Ich kann das mal noch da oben mit dazu schreiben, spaßeshalber. Hier kommt also raus, x quer ist gleich 0,03204 und Sigma oder S ist es, ist 1,028. So, und tatsächlich konstruiert war das Ganze mit einem μ von 0 und einem Sigma von 1. Okay, so, jetzt haben wir die angegeben. Kann man zeichnen, sich angucken, ist aber auch wieder nicht wirklich interessant. Was wir brauchen, ist die kumulative Dichtefunktion. Also letztlich das Integral davon. Und das führt uns auf die sogenannte Fehlerfunktion. Kumulative Fehlerfunktion, die kumulative Dichtefunktion wiederum beantwortet natürlich die Frage, wie viele Werte hier etwas andersrum definiert, wie viele Werte liegen zwischen dem Mittelwert μ und einem Wert x1. Und das x1 macht sinnvollerweise größer als μ. So. μ und Sigma sind die gleichen Begriffe, wie wir die eben in dem Kapitel davor auch hatten. Ja gut, und dann können wir natürlich hier rangehen und das Ganze mal hinschreiben. Und dann sieht das alles ganz unschuldig aus. Dann wäre nämlich hier unser f von x1, das ist jetzt ja nicht ganz die CDF, deswegen nenne ich es auch groß f, gleich μ bis x1 PDF von x dx gleich, ich schreibe es aus, obwohl es gar keinen Sinn macht, das auszuschreiben, aber vieles macht keinen Sinn, 1 durch Sigma Wurzel 2 Pi mal e hoch minus 1/2 x minus μ
durch Sigma zum Quadrat dx. Und das sieht ja so aus, als wenn das so eine blöde E-Funktion, kann man ja relativ einfach integrieren. Und das ist eben nicht so. Dieses Ding ist nicht geschlossen integrierbar. Nicht geschlossen lösbar. Integrierbar, also eine geschlossene Stammfunktion existiert nicht. Und daraus folgt, wir definieren eine neue Funktion. Und das ist die Fehlerfunktion oder auf Englisch Error Function. Das kann man ja machen, man kann ja einfach dann eine Funktion sich definieren und einfach sagen, das ist eben hier erf von z ist gleich 2 durch Wurzel pi Integral 0 ist z e hoch minus tau Quadrat minus noch d Tau. Auch das sieht völlig unschuldig aus, als könnte man das ohne weiteres integrieren mit Mittelstufenstoff, aber das ist eben einfach nicht so. Das kann man nicht. Aber man kann die natürlich untersuchen, diese Funktion jetzt. Man kann sie tabellieren und kann damit dann trotzdem arbeiten. Das ist ein bisschen umständlicher, als wenn man da irgendwas Geschlossenes hätte von dem, was man sich gut auskennt. Aber so ist es nun mal, nicht? Okay, und damit wollen wir jetzt ein bisschen üben. Und der Verlauf hier dieser Fehlerfunktion ist eben genau der. So, da haben wir sie. Und in Blau ist es auch tatsächlich die Fehlerfunktion. Und in Rot ist es die komplementäre Fehlerfunktion. Also das ist letztlich nichts weiter als gleich 1 minus Fehlerfunktion. Okay, dazu gepackt noch hier ein paar Werte dazu, damit man mal das ein bisschen tabelliert hat und damit eventuell arbeiten könnte. So. Da kann man jetzt die passenden Werte sich raussuchen. Ich habe das jeweils hier mit Wurzel 2 skaliert, weil das nämlich genau auch die Skalierung ist, die wir in dem Argument unter dem Integral haben. Also wir haben es zu tun hier mit eigentlich einem x minus μ mal Sigma. Und das ist unser z, aber wir haben natürlich hier in dem Exponenten noch ein halb stehen. Da. Und dann müssen wir entsprechend das Ganze noch aufskalieren. Weil nämlich auch hier bei uns ja ist z, so wird es ja ersetzt, ist gleich x minus μ durch Wurzel 2 Sigma. Und dann ist umgekehrt x gleich Wurzel 2 Sigma mal z plus μ. Und da taucht eben jetzt hier das Wurzel 2 mit dem z zusammen auf. Und das Sigma ist unsere Standardabweichung. Okay, so, wie arbeitet man jetzt damit? Wenn man jetzt also wirklich kumulative Wahrscheinlichkeiten berechnen möchte. Nun, auch da, ich greife mal ein Beispiel raus, aus dem das dann eigentlich sehr viel einfacher zu machen ist. Genau, ich möchte also beispielsweise wissen hier, ich habe eine Verteilung
Abwechslung mit μ gleich 3,12, Standardabweichung 0,47 und wie viele oder welcher Anteil der Werte kann zwischen 3 und 4 erwartet werden. So, das kann ich relativ einfach angehen. Ich muss also einfach nur die beiden unterschiedlich rot skalierten Bereiche hier ausrechnen. Ja, und dann gehe ich eben einfach mal los. Ich gucke mir erstmal die Z-Werte an. Damit ich in die Tabellen reingehen kann. Also hätte ich hier ein Z1. Das wäre dann 3 minus 3,12. Das kann ich auch gleich in Orange machen. Dann weiß, sonst kann man es besser zuordnen. Z1. Also das ist der Bereich hier. 3 minus 3,12 durch Wurzel 2 durch 0,47 und das ist gleich minus 0,1805. Dann mache ich das Ganze noch für den roten Bereich hier. Also Z2 gleich 4 minus 3,12 durch Wurzel 2 0,47 und das ist 1,324. Okay, jetzt kann ich in die Werte der Fehlerfunktion gehen. Bestimme die zugehörigen Werte der Fehlerfunktion. So, und dann müsste ich natürlich noch wissen dazu, dass die Fehlerfunktion einer negativen Zahl gleich minus die Fehlerfunktion der Zahl ist. Da ich mich jetzt nicht unbedingt mit den Zahlen ärgern möchte, nehme ich hier mal den Betrag. Ups, orange. Fehlerfunktion von Z1. Betrag ist gleich 0,2015. Und für das rote haben wir dann die Fehlerfunktion von Z2, können wir auch einen Betrag nehmen, egal, von 0,9388. Das heißt also letztlich hier, der Wert geteilt durch 2 ist der Anteil zwischen 3 und 3,12 und der Wert durch 2 ist der Anteil zwischen 3,12 und 4. So, und damit das wieder zusammenpasst hier, muss ich das noch aufaddieren. Ich nenne das hier mal ganz bewusst 4, weil ich im Skript die Bereiche in 3 aufgeteilt habe. Und dann wäre das hier ganz einfach, dass ich hier 1/2 mal Betrag der Fehlerfunktion Z2 plus Betrag der Fehlerfunktion Z1
Und dann käme ich eben hier auf 1,5, 0,2, 0, 1, 5 plus 0,9388 und das ist gleich 0,57 oder 57%. Das heißt, 57% der Werte werden in diesem schraffierten Bereich oder in diesem farbig eingefärbten Bereich erwartet. Bei der Funktion. Das kommt vom Auge her auch in etwa hin. Die Hälfte könnte gut sein. So. Zusammenfassend für die kumulative Dichtefunktion, das müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen. Nee, das rechnen wir nicht aus. Ich möchte lieber noch ein paar Werte hier zusammenfassen, damit man da auch ein gewisses Gefühl für hat, mit was wir hier arbeiten. Und zwar einmal mit einem Bild und dann auch mit Werten. So. 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 Und da habe ich das Ganze jetzt auch mal farbig, man kann über den Geschmack jetzt streiten, farbig zusammengefasst. Also zwischen Mittelwert minus einer halben Standardabweichung und Mittelwert plus einer halben Standardabweichung liegen 38,3%. Zwischen dem Mittelwert und nur der einen Seite sind es dann dementsprechend etwa 19% der Werte. Und hier haben wir dann eben 38,3%, die liegen zwischen plus minus, also Mittelwert plus minus eine halbe Standardabweichung. 50%, ziemlich genau 50%, liegen im Bereich Mittelwert plus minus 0,68 Standardabweichungen. 68,3% im Bereich Mittelwert plus minus eine Standardabweichung. 90% kann man sehen, 1,64. 95%, das sind die berühmten circa 2 Sigma. Genau ist es 1,96 Sigma, circa 2 Sigma. Steht hier und dann kommen wir irgendwann hier auf 3 Sigma, 4 Sigma, wo wir dann in den Bereichen über 99% sind. Also man kann sich hier vielleicht mal diese genauer angucken, vielleicht auch mal so ein bisschen größenordnungsmäßig merken, wo man sich da bewegt. Ja. Da etwa 2,5 Standardabweichungen um den Mittelwert herum haben wir 99% aller Werte erfasst. So, das nur, um das Ganze mal zu illustrieren. Und da auch ein gewisses Gefühl für die Werte zu bekommen.